Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Mies of Honor. Wir werden uns jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend bewegen und uns mal anschauen, ob wir vielleicht einen besseren Platz finden zum Ansiedeln. Gut, wir sind wieder in unserer Basis zurück und mal gleich das Tor wieder zu. Die Idee war ja schon, dass wir uns mal drüber nachgedacht haben, da vorne hinzugehen. Während der stundenlangen Nachdenkeprozedur, Kopf zermürben und Ideen finden, kam noch eine Überlegung, ob wir vielleicht versuchen sollten, den Hang mit zu integrieren, sodass wir zweistöckig bauen können. Genau, das war so die Idee. Wir haben ja hier eine weite flache Fläche. Ist das grammatikalisch korrekt? Flache Fläche? Ja, wahrscheinlich. Und haben wir den Hang. Es wäre jetzt zu überlegen, ob man hier an dem Hang im oberen Bereich, lass uns mal hochhoppeln, eventuell eine Mauer, nee, das wäre zu steil. Die Idee war, dass man die Schräge nutzt und vielleicht ein Haus da drauf setzt. Und genau, eventuell hier. Ja, dann sind wir schon wieder zu weit weg von dem Bereich. Auch die Aussicht ist nicht so besonders. Lass uns mal hochreiten. Ist natürlich clever, dass wir morgens um 3 Uhr, ja, die Uhrzeit steht vorne, 3 Uhr 40, laden oder reiten. Mal schauen, wo wir jetzt aktuell sind. Hier in dem Bereich. Wir könnten mal schauen, was hier oben los ist, wo das Fragezeichen ist. Tja. Oder lass uns erstmal zu dem einen Fragezeichen reiten. Wir müssen sowieso mal alles aufdecken, sofern wir darüber kommen. Und es sieht nicht so aus. Ja, und hier sind viel Steine. Komm mal hier hoch? Jawohl. Ah, keine gute Ebene. Zum Bauen nicht so gut geeignet. Wo sind wir jetzt hier? Das Fragezeichen ein wenig links. Genau. Oh. Was ist das da unten für ein Zeug? Steigen wir mal ab. Oh Gott, wir haben keine Pfeile mehr. Pfeile herstellen geht auch nicht so spontaner. Ah, nein, also ich würde schon sagen, da unten ist es. Aber das sind Leute, das sind ein wenig zu viel. Und wir haben ja überhaupt keine Angst, natürlich nicht. Wir kommen jetzt auch nicht mehr hier hoch. Genau, das ist jetzt ein kleineres. Da klappt das noch gerade. Bitte, bitte, komm. Jawohl. So, also da wollen wir noch nicht runter. Wir haben festgestellt, dass da unten Banditen sind. Das ist mal sicher. Komm, mein Pferd. Ich danke dir, aber trotzdem, lass uns mal kurz noch ein paar Pfeile machen, falls uns da jemand besuchen kommt. Na, mag er nicht. Es wurde nichts angezeigt, dass wir was bekommen haben, aber wir haben was bekommen. So, dann sammeln wir gerade noch mal das hier. Und stellen Pfeile her. Ein geht, na toll. So, dann tun wir mal ein bisschen von denen herstellen. Ja, 6 Pfeile ist ein bisschen wenig.
Nehmen wir die Axt her. Hey! Das ist natürlich die Sense, wollte ich nehmen. Mag er jetzt auch nicht. Und jetzt versuchen wir nochmal die Taste 4 zu erwischen. Genau. Ja, wir brauchen jetzt definitiv Pfeile. Und für Pfeile brauchen wir einen Schutt. Den dürften wir hierher bekommen. Ersten Bär erlegt, das war ja schon ziemlich gut. Hier ist nichts zu holen, das ist nur so ein Dummy-Stein. Und stellen wir für Pfeile her. Moor. 17 Pfeile, besser als keine Pfeile. Okay, dann wieder die 4. So. Ich meine, wir könnten ja mal versuchen, die Kerle anzuschießen und dann uns so relativ schnell verabschieden. Ne? Auf jeden Fall wird es schon mal hell, was ja schon ziemlich gut ist. So, dann machen wir es noch her. Ich wollte keinen Hammer nehmen. So, können wir noch Pfeile herstellen? Jawohl. Noch ein paar Schnure. Ein paar Schnurren. Hier haben wir auch noch ein bisschen was an Holz. So, komm, das machen wir schnell mit Finger. Und dann haben wir auch noch. Und noch Schnurenhersteller. Oh, der Bogen ist auch schon ziemlich, ja, sagen wir so, nämlich so ideal. Interessant zu schauen, wie dann falls wir die angreifen sollten, ob die einem nachlaufen und inwieweit dann diese Herrchen, ich brauche noch Schutz, inwieweit die dann an der Basis bei uns Radau machen. So, da unten sind noch Steine. So, das ist mal spannend. Ich meine, von oben kann man ja immer mal schießen, ne? Einfach essen ein bisschen was. Und oh, das gibt genug Pfeile jetzt. Rüstungstechnik sind wir mit einer bronzenen Lamellenrüstung ausgestattet, das ist mit Sicherheit nicht schlecht. Und die Pfeilherstellung sollte uns jetzt hier einen größeren Bestand bringen. Genau. Mal gerade mal schauen, Krieger haben wir jetzt keine. Eine Pferd ist da. Gehen wir mal auf Guild Honor. Brauchen wir nichts, das ist immer gut. Gildentechnik, da sind wir bei der Gildenstufe. Die können wir herstellen. Handel kann man herstellen, wobei auf dem privaten Server das nicht geht. Errungenschaften, das sind wir auch dabei. Eine Fertigkeit auswählen. Einhändig ist auch gut. Oh Gott, wir haben noch keine Fertigkeiten erwischt.
Wir können aber hier noch ein bisschen leveln. Agilität, Bogen. Im Bogen sind wir auf 41. Wir haben keine mehr. Wir brauchen dann noch Level 150. Da müssen wir unbedingt mal dran gehen. Um hier ein bisschen was. Das können wir noch erhöhen. Sollte man öfters mal reinschauen. Lumbering. Brauchen wir jetzt nicht. Jagd. Aha. Aha, das kommt, man kann irgendeinen Saft trinken. Da sind wir noch nicht. Das reicht auch noch nicht. Ja, da haben wir noch nichts gemacht. Also da wäre schon relativ interessant, wenn da was wäre. So, gehen wir vorne raus noch. Gut. Da haben wir auch noch was. Gut, da sind wir schon besser. So, 150. Inventar sind wir vollgepackt. Die Gilde hat interne Angelegenheiten. Schauen wir mal, was hier abläuft. Genau. Kopieren, einfügen, was auch immer das alles hier bedeutet. Stufe 27, okay. Zurück hier. Genau, da war irgendwo die Möglichkeit, genau hier, den entsprechenden, wir haben 26, das passt, Quatsch, die entsprechende Reichweite unserer Gilde zu erhöhen, dem Schutz, das geht über diese Kette, von dem haben wir ja eigentlich ziemlich viele. Um Geldmäßig sollten wir uns keine Gedanken machen, sondern wir das mal auf die 4 abbrechen, dann das vielleicht auf die 3, weil muss ja unten weitergehen. Genau. Kupfermünzen der Gilde 500, ja, das schaffen wir noch gerade. Komm, haben wir das mal alles jetzt hier rein. Was bringt uns das hier? Okay. Warum geht das nicht weiter? Gildenstufe 1 haben wir, Ruhmstufe 10 haben wir auch schon. Ach, wir brauchen 23.000. Genau, wir haben nur 21, das ist nicht so gut. Wenn ich das jetzt erhöhe, was passiert hier? Gehen wir mal auf die Schlacht. Einhand Waffenpflege, Stangen, Zweihand Bogenpflege. Bestätigen wir mal kurz, was hat da gestanden? Ah, um 1%, dann brauche ich ja theoretisch nur 100 Mal. Genau. Man sollte sich vielleicht mehr damit beschäftigen. Genau, das wäre gut. Okay, das sollte jetzt mal auch reichen. So, und dann wollen wir mal schauen. Wir haben jetzt 60 Pfeile. Genau, wo ist unser Pferd da vorne? Nö. Pferd, wo bist du? Hat dich ein Wolf gefressen? Da hinten. Bleib da, ich komme zu dir. Hobbelpferdchen. Wir könnten noch mal Folgendes machen. Wenn wir da runterschießen sollten und dass wir uns gleich dann schneller verstecken können, auf das Pferd steigen. Aber auf der anderen Seite holen wir uns gerade noch ein bisschen von dem hier mit. Das geht sowieso schief, das wissen wir. So, dann holen wir uns auch noch, komm. Mal schauen, wenn ich mich stelle, geht noch besser, jawohl. So, das haben wir.
Den holen wir auch noch mit. Und schauen wir mal, was passiert, wenn wir auf die Kerle schießen. So, nochmal gesammelt. So, haben wir da jemanden da vorne? Da steht einer, zwei. Okay, dann Pferdchen kommen. Pferdchen, Gaul. Was machst du da oben? Ich bin hier. Also, komm. Beeilst du dich ein bisschen? So, da sind wir 600 Meter von unserer Heimat entfernt. Und ja, es ist feige, schon fluchtbereit zu sein. Aber wenn es einem hilft. So, schauen wir mal rüber. Wie sieht es aus? Ich sehe nur 3, 2. Da vorne ist keiner. Dann gucken wir mal, ob wir den Typen da unten am Rand bekommen. Der ist natürlich weggegangen. Das ist gut. Bleib da, nicht so weit runter. Ist hier noch einer zu sehen, meine Herren und Damen? Machen wir mal Folgendes. Man kann ja hier ein Bett hinstellen. Was brauchen wir noch? Gras. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, dann legen wir da ein Bett hin. Genau, als Spawnpunkt. Und können dann... Genau. Im Falle des Falles können wir uns dann wieder dort beleben, ne? Wiederbeleben hier. Den setzen wir mal hier hin, das reicht ja schon, genau. Der braucht 15 Sekunden. Genau, dann setzen wir jetzt einen Spawnpunkt hier hin. Falls uns erwischen sollte, gehen wir hier wieder zurück. Und komm. So, wo ist er? Da unten setzt man mal auf die 0. Auf die 0. Doch, auf die 0. So. So. Und wir nennen den Banditenlager. So. Was tun wir jetzt? Der ist aktiv, fünffache Stärke. So, jetzt wollen wir nochmal schauen, ob er da irgendwo noch einer da runtergekommen ist. Sieht nicht so aus. Wenn ich mir jetzt hier das Bein breche, dann ärgere ich mich wie verrückt. Ist das ein Pfosten da vorne, ne? Da dürfte keiner mehr liegen. Sicherheitshalber schießen wir mal hier kurz einen Pfeil hin. Es hat keiner reagiert. Gut, dann... Lass uns mal da langsam runtergehen. Da ist doch einer und noch ein 28er. Okay, das ist nicht so gut. Und wieder hoch. Und das, was ich befürchtet hatte, trifft jetzt ein. Oder ja, komme ich hier hoch? Aber da kamen wir vorhin hoch. Gut, wir haben jetzt festgestellt, da unten ist einer. So, mal schauen. Der muss doch eben gespawnt sein. Das kann doch nicht sein, dass ich den nicht gesehen habe. Nun ja. Wir sind mutig. Der schießt zurück. Bleib stehen. Haben wir ihn getroffen, sieht so aus. Und der Bogen ist kaputt. Ach, es ist doch zum Haare ausreißen. Wisst ihr was? War zu erwarten, jetzt der Boden ist kaputt.
Er geht jetzt den Berg runter, die Plattform runter. Sollen wir es nochmal versuchen? Moment, was brauchen wir noch für den normalen kleinen Bogen herzustellen? Strohseil. Stellen wir noch ein bisschen Strohseil her. Natürlich reicht das nicht. So, reicht das jetzt? Nee, auch nicht. Das ist eigentlich jetzt verrückt, wenn ich da runtergehe, aber man gönnt sich ja sonst keine Freude. Mein 28er, der hat schon was. So, was brauchen wir für den Bogen? Der ist jetzt dabei. Ach, jetzt brauchen wir noch Zweige. Eieieiei. Da lagen doch noch einige rum, ne? Eins. Und noch ein Zweig. Hallo, Zweig, da vorne ist noch ein Zweig. Ja, der Bogen, der hat nicht so besonders Power. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. So, er braucht noch 3 Sekunden. Schön sortieren. Hier ist er. Die Pfeile auf den Dreier. So. Und dann lass uns mal wieder hier runtergehen. Ach, was soll dann das? Habt ihr das gesehen? Also das ist ja unerhört. Genau. Komm ich hier hoch. Wunderschön, das Pferd ist hier. Hat der also das ist ja wohl, ne? Gehe ich runter. So, schauen wir nochmal. Ich treffe ihn nicht, wie es aussieht. Doch, eben habe ich ihn getroffen. Bleib hier. Anscheinend fällt der Treppe runter, dann kann ich ihn nicht looten. Er hat eine Armbrust. Das ist nur, treffe ich ihn jetzt nicht. Warum? Weil mir nicht mehr angezeigt ist. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich verschiebt sich die ganzen Pfeile. Jetzt bin ich getroffen worden. Das ist mal sicher. Und jetzt kam ein kleiner Aussetzer. Yes, aus. Das heißt, glaube ich nicht. Ah, der Bogen ist nicht so egal. Ah,
Komm, fall doch um, ich habe nur noch 9 Pfeile. Das ist eine Blamage oder Blamage. Und da gehe ich nicht, nein, weigere mich. Der letzte Pfeil. Und komm, nee. Mach's gut, du Clown. Man geht, genau. Nicht mit diesem, Bogen. Aber Menschen da oben sind, die hat noch schön Kupfer. Dann holen wir uns das Kupfer noch. Hoffen wir, dass keiner kommt. Der Versuch war es wert. Ich meine, ne? Für den ersten Überfall, denke ich mal, haben wir uns dumm dran gestellt. Und das können wir gut. Okay, dann mache ich jetzt Folgendes. Wir reiten wieder zurück in unsere kleine Basis und pflegen mal unsere Wunden, die nicht vorhanden sind. Und hoffen mal, dass beim nächsten Treffen, nächsten Mal, was ist das für ein Stein? Das ist Eisen. Das erste Eisen, juhu. Auch wenn es nicht viel ist. Bisher haben wir Eisen noch bei so einem bösen Feind gefunden. Wobei mir gesagt muss, der hat uns... Wir haben ihn nicht getötet, sondern ein Wildschwein. Danke, liebes Wildschwein. Warum kommst du nicht? Nehmen wir die Axt. Nimmt er auch nicht an. Vielleicht brauchen wir eine Spitzhacke oder sowas für das Eisen. Steinsichel, Steinsichel, Sichel des Steins. Steintür, ja, wunderbare Übersetzung. Steinsichel. Die werden wir in irgendeiner Werkbank herstellen müssen. Gut, sicher ist, wir haben eins. Ich reite jetzt zurück in unsere Basis. Und schau mal, dass wir wieder Pfeile herstellen. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zusehen und bis bald. Adele.